Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar ist es The Legend of Zelda Triforce Heroes Demo-Version. Kann man umsonst natürlich herunterladen. Und ich möchte es nicht zu kompliziert machen. Ich habe es bisher noch nicht gespielt, weder die richtige Version noch die Demo-Version. Und allein das hört sich schon richtig gut an. Tja, und hier sind wir schon im Hauptmenü. Und ich möchte es nicht erst lesen, aber ich mach's doch. In diesem Raum suchst du über die drahtlose Verbindung Mitspieler, die das Lumpenland zu... um das Lumpenland zu erkunden, meine ich. Deine Aufgabe ist es, euch Heldenkandidaten gut auf den Weg dorthin zu bringen. Dies ist das Triforce, der einzige Eingang zum Lumpenland. Wenn sich drei Helden auf ihm zusammenfinden, entfaltet es seine Macht und teleportiert euch dorthin. Solange du allein bist, wird sich dir der Weg nicht öffnen. Such über die drahtlose Verbindung Mitspieler. Dein Name ist übrigens für deine Mitspieler sichtbar. Benimm dich bitte, meine ich. Natürlich. Wenn du bereit bist, dich ins Lumpenland zu wagen, wende dich an mich. Okay. Ja, und es ist eigentlich ein... Also mit dem Aussehen ist es ein... Ist es The Link Between Worlds. Mit B kann man schlagen. Mit Rechtsklick geradeaus und auch Linksklick. Okay. Mensch, so, jetzt geht's. So, und wer mitspielen möchte, muss einfach nur... Natürlich ist es unten verlinkt, wie ich heiße. Also, Freunde, Freund, was weiß ich. Und ich möchte mich gleich reinstürzen in das Abenteuer. Und wie schon gesagt, das Triforce funktioniert erst, wenn man drei Spieler mindestens hat. Und wir nehmen den Online-Modus, weil wir keine Freunde haben. Unbekannte Spieler. Hätte mich auch gewundert, wenn jetzt das Internet abgebrochen wäre.
Und ich bin mit zwei Personen hier gerade. Und ich krieg gleich meine Liebe. Ey, ich hab das Triforce gebildet. Yippie! Yeah, und gleich meine Lieblingsfarbe. Oh, im Moment, das ist meine Map. Yay! Und wir haben Bogen. Dann nehme ich den drei. Wie schon gesagt, ist das nur eine Demo-Version. Also das heißt jetzt kein richtiger Spielspaß. Aber ich finde das Spiel schon richtig cool. Ja, so geht's auch. Scheiße! Ich bin so schlecht. Was machen die da? Ey, was macht ihr jetzt da? Alter, wir werden sterben. Was machst du denn? Okay. Also der Anfang gleich zum Anfang schon. So scheiße. Wie lustig. Ich bin so schlecht. Ey, gleich der erste Part schon so erfolgreich. Das gibt's doch gar nicht. Ich finde das so lustig. Was machen die denn bei? Was machen die?
Na, endlich! Oh Gott, Leck des Todes, Leck des Todes! Okay, mit einem Leben gehen wir gleich. Oh, es war weiter. Oh, scheiße, sind wir schlecht. Aber erstmal ein Leben generieren. Oh, jetzt brauchen wir den Bogen. Dumm-di-dumm-di-dumm. Jetzt kommt endlich meine. Was machst du da? Nö, ich brauch den Bogen. Ah, jetzt weiß ich wenigstens, wie man. Nein, nicht getroffen. Mist. Ich raste aus. Mist. Das kann nicht euer Herz sein. Tja, ein super erfolgreicher Part. Was? Es steht keine Verbindung? Ich hab doch Internet, Mensch. Ach, na egal, das war's mit einem Part von meinem Let's Play. Und jetzt könnt ihr nochmal meinen Freundescode sehen, wenn ihr mitspielen wollt. Oh Gott. Und für Mario Kart 7 stehen die auch noch, natürlich. Schreibt sie in die Kommentare und ich nehme euch sofort an. Ach ja, Mr. Feuerstachel hat. Ich kann's euch mal zeigen, kurz. Wartet mal kurz. Ey, guckt mal, Mr. Feuerstachel. Ich hab Mr. Feuerstachel, den ich abonniert hab, als Freund. Yippie! Also, das war's mit einem Part von Zelda. Zelda? Was rede ich da von Zelda? Das ist Link. Also, The Legend of Zelda. A Link Between. The Legend of Zelda. Triforce Heroes. Auf jeden Fall. Bis dahin und ciao.